Als Drohnenpilot bin ich halt noch nicht so gut, das sieht man schön. Aber ich denke, es ist interessant, wenn man die Umgebung sieht, die wir drinnen filmen. Und hier kommen wir gerade zu einem kleinen, gut getarneten Gümper. Und das ist... Das ist ein Dornschrecken. Sie sind absolut super getarnet. Sie können sich auch der Umgebung anpassen. Sie fressen Flechten und Moos. Sie sind zwischen 5 und 10 mm lang. Da sieht man schön. Was? Wie sie Flechten frisst. Sie werden allerdings nicht so alt, nur etwa 8 Monate. Gut, aber die Entwicklung dauert 1 bis 2 Jahre, oder? Genau, ja, vom Ei bis zur Schrecke, ja. Ja. Und nachher auch Schrecke nur 8 Monate. Da sieht man schön, wenn er frisst, oder? Es gibt sie weltweit, aber in Europa sind etwa 12 Arten bekannt. Wir sehen hier im Auge den schwarzen Punkt. Der schaut also uns immer an. Aber er fühlt sich da überhaupt nicht gestresst oder gestört durch uns. Auch hier der schwarze Punkt schaut uns an. Er hat 2 Augen seitwärts und noch 2 Punktaugen auf dem Kopf, aber die ganz kleinen Pünktchen dort. He? Genau, ja. Sogar 3. 3? Sagen sie, ja. Da hat man es gesehen, die kleinen Pünktchen. He? Ja. Ich sehe sie zwar nicht richtig. Das ist vielleicht eine Fake News. Vielleicht. Aber eben, das war etwa 3-4 mm gross. Und wenn man nachher dann schaut, was wir für eine Aufnahme machen können, wie gross das jetzt auch tatsächlich hier aussieht. Hübsche Sache. Da staunet er über seine Welt. Das war's. Da sind wir beim grossen Bruder, das ist ein Schiefkopfschrecken. Also das, was man ganz vorne sieht, habe ich lange gemeint, das sei ein Nasser. Aber das ist die Stirn. Wir sehen es dann nachher noch. Hier sehen wir auch gut, wie wir unsere Schauspieler manchmal ein bisschen in Position bringen, damit man sie gut filmen kann. Hier hocken sie auf unserem Klappstühli. Eigentlich wollten wir ja das brauchen. Aber sie hat Interesse hier am Metall. Ich denke, das sind einfach Mineralien und Metall, die sie versucht zu sich zu nehmen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht Bauchweh wegen dessen. Das glaube ich nicht. Sie studiert doch ganz gut. Sieht man schön, wie sie schnuppert. Man kann auch Kopf über im Stühle hängen. Währenddem wir natürlich müssen gruppen.
braucht sie ein Stühle. Dann ist sie gnädigerweise, schau mal, der ist noch ganz klein, auf ein Blatt gewandert ist. Da macht sie Bekanntschaft mit den Lederwanzen. Aber sie sind nicht interessiert aneinander. Ja, sie tun einander auch nicht stressen. Die Lederwanze kann zwar fliegen, aber sie macht das nicht sehr gerne. Ja, und beim Filmen haben wir plötzlich zwei Damen entdeckt. Sie sind aus dem Wald rausgekommen und sind hier in ein Zuckerrübenfeld und haben angefangen. Ich weiß nicht, ob das Hauptmahlzeit oder Dessert ist. Auf jeden Fall ist es genüsslich für sie. Hey, was? Ist es genüsslich für sie? Ja. So. Da haben wir ganz einen kleinen, den Erdbeerrüsselstecher. Etwa 2 bis 4 mm lang. Also wenn der ganz 2 bis 4 mm ist, und dann sieht man die Fühler, die er hat, und das Rüssel, wie klein das, das ist, und alles zusammen ist beweglich. Also unsere Konstrukteure hätten, schau mal vor, die kleine Zange, die er die Pollen abkneifen. Unsere Konstrukteure hätten die grösste Mühe, so etwas zu machen. Da bekommt sie Besuch vom... Ich sehe es gerade. Ist es mein Spiel? Also eine Schwebfliege. Ja, das ist eine Schwebfliege. Die sind relativ häufig im Moment bei uns. Und hier ist eine gelbe Getreidefliege. Ist auch sehr klein. Sie sind so 3,5 bis 6 mm. Ist leider ein Schädling für das Getreide. Und ihre Larven? Die schlüpfen im Frühling und fressen sich nachher in Getreidestängel hinein. Ja, und das ist eigentlich das Schädliche. Das Fliegen selber nicht. Das wär's. Bis auf Weiteres. Bis dann.